Ich bin die Andrea und ich bin Yoga-Lehrerin. Schon als Jugendliche habe ich Yoga gemacht, aber nie regelmäßig. Und dann mit 27 habe ich gemerkt, dass ich ohne das Yoga den Alltagsstress gar nicht bewältigen kann. Seitdem übe ich es täglich. Ich bin dann nach Indien gegangen, um dort Yoga mit all seinen Facetten richtig zu lernen. Und als ich zurückkam, da wollte ich in meinem alten Beruf nicht mehr arbeiten. Ich konnte mir das nicht mehr vorstellen. Ich wollte mein Wissen weitergeben und habe mich als Yogalehrerin selbstständig gemacht. Für Mode habe ich mich schon immer interessiert. Yoga-Bekleidung muss für mich funktional, stylisch, aber auch nachhaltig sein. Und aus Baumwolle konnte ich sowas nirgends finden, also habe ich sie selbst gemacht. Ich arbeite mit einem Bio-Baumwolle-Hersteller in Indien zusammen und ich habe für meine Kollektion auch das Fairtrade-Siegel bekommen. Die Stadtsparkasse kam auf mich zu und sie haben mir einen Kredit angeboten und dadurch konnte ich die Kollektion verwirklichen. Yoga ist für mich eine Lebensphilosophie, die Kunst der Körper- und Energiearbeit, die hilft mir, meinen Körper zu verstehen und meinen Geist zu beruhigen. Yoga bedeutet Freiheit für mich.